Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 47 von Astronier. Ja, letztes Mal haben wir hier einige Dinge gemacht. Sprengstoff war geguckt, ich habe dann nach Schwefel geschaut und Schwefel gibt es auf dem mittleren, mittelschweren Planeten. Das heißt, wir müssten, keine Ahnung wie der hieß, dahin fliegen, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen früh dafür. Da lassen wir besser, weil wir müssen ja mal gucken, dass wir hier uns irgendwie ein bisschen voranbringen mit anderen Dingen dann, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal weiter, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir doch hier nochmal rein. Verbindung? Nee. So, warte mal. Wir gehen erstmal nach oben. Kleiner Drucker ist klar. Verpacker. Verpacker sollten wir auf jeden Fall machen. Einebnungsblock. Weiß ich gar nicht, haben wir den nicht? 1756. Wir hatten 78 zum Start und dieser Forschungsgeschichte, die läuft mal gerade richtig schnell hoch, wie wir sehen. Das hat der Dralo mir schon gesagt, dass das natürlich ohne Ende hochgeht, ne? Und dem ist auch so. Wunderbar. Da freue ich mich schon mal drüber. Und ja, stromtechnisch müssen wir mal gucken, dass wir da noch was machen, denke ich. Nee, QRT, weiß ich, wie die Dinger heißen, ist ja auch da vorhanden. Das heißt, wo stehen die denn? Da hinten standen die, glaube ich, ne? Oder? Nee, doch, da steht da. Nee, zwei sind sogar, ne? Okay. Denke mal, wo ist denn jetzt mein Fokus hier? Da ist er. QTRTG heißen die. Und das sind zwei, ne? Ja, okay. Da haben wir jetzt zwei davon, ist aber nicht so schlimm. Und, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir weiterkommen. Dieses Terrarium war doch schon fertig, ne? Leeres Terrarium. Okay, nee, leer ist das nicht. Da fehlen diese Pflanzen. Und da bei den Bergen hat der Dralo mir auch geschrieben, finde ich die. Da hinten bei den Bergen. Ist das hier? Nee, ne? Und ich weiß auch gar nicht. Warte mal, hier. Nee, das sieht so ähnlich aus, glaube. Hier ist jetzt natürlich nicht die gute Idee gewesen, das einfach so mitzunehmen, hier hinzugehen. Aber da vorne sind diese Pflanzen tatsächlich, oder? In Wurzeln, um Samen zu ernten. Kriegen wir das schnell hin? Nee, ne? Achso, jetzt haben wir den Ding jetzt da dran an, ne? Was hat Dralo gesagt? Ich muss da F-Taste drücken, damit der aus ist. Dann kann ich die entwurzeln. Ich glaube, ich habe nichts abgekriegt, oder? Habe ich jetzt einen in der Hand? Nee, ne? Ja, ich glaube, ich kann nur einen in der Hand nehmen. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, dass wir wieder an Sauerstoff kommen. Oh. Am Ersticken. Ja, ich weiß, aber... Alter Schwede, wieder knapp, ne? Weil ich mit dem Ding in der Hand konnte ich nicht laufen und dadurch, ne, bin ich nicht an diesem scheiß Kapsel vorbeigekommen und habe das Teil verloren, aber wenigstens. So, jetzt nochmal zurück und dann an das Terrarium dran. Ne? Ich weiß nicht, ob einer reicht oder sowas, aber dann haben wir das Ziel da vielleicht auch erreicht, ne, oder? Wo ist das Ding? War das nicht hier irgendwo? Da war's. So, fertig. Ein mobiles Habitat für ein Galastropodent-Spezies. Status bringt das Horn an, um Anlocken zu ver... Um Anlocken zu... Das Horn, hat man das nicht hier liegen? Nee, Sprungdüse. Nee, ich glaube, so ein Horn hatten wir nicht. Das müssen wir dann bauen. Aber das war ja jetzt eine Aufgabe dann, ne? Also erstmal hier gucken. Jetzt muss ich mal schauen, wie kriege ich das jetzt da dran, ne? Wo ist jetzt die Forschungsgeschichte? Da. So, das funktioniert dann wieder. Da ist noch eine Forschungsprobe. Ich weiß nicht, ob die von hier ist oder von woanders ist. Die kann auf jeden Fall da auch rein. Hier haben wir das. Boost-Anpassung, okay.
Da ist Erde und das Leuchtfeuer müssen wir unbedingt da setzen, wo wir mit der Rakete hin sind, ne? Haben wir schon Triebwerk eigentlich gebaut? Ich glaube ja, ne? Betreten, Kraftstoffstarts 4, okay, das haben wir schon gebaut. Das Horn konnten wir irgendwo bauen. War das in unserem Rucksack sogar? Warte mal, den Verpacker. Dafür brauchen wir Graphit, aber den sollten wir definitiv gucken, dass wir den bauen. Weil so ein Verpacker ist ja auf jeden Fall gut, dass wir den mitnehmen. Für irgendwas Größeres, ne? Jetzt ist die Frage, haben wir irgendwo noch Graphit? Ich sehe gerade keins. Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Doch, da oben ist es. Den Verpacker bau auf jeden Fall mal, weil dann können wir auf jeden Fall so eine Probe mitnehmen in unserem Koffer. Jetzt ist die Frage, ob wir das brauchen noch. Kleiner Drucker, nee. Verbindung, nee. Sauerstofffilter. Kleiner Kanister, kleiner Generator. Das wäre schon zu überlegen, aber nee. Leuchtfeuer haben wir mit. Arbeitslicht haben wir am Rucksack. Sauerstofftank. Energiezellen, kleine Batterie, Stromverlängerung, Boostanpassung. Ja, die haben wir ja alles. Bohranpassungsstufe 1, weiß ich jetzt nicht. Dynamit wäre klar, Flutlicht, Leuchtstäbe, Verpacker, dann sind wir durch. Das heißt, da haben wir erstmal alles. Strom läuft, Forschung läuft. Jetzt wäre die Frage, wo wir diese Hupe herkriegen. F. Warte mal, das ist das gleiche, was wir gerade. Ne, Roboter, würfelförmiges Objekt. Ne? Kosmische Kugel, Schrott und Astronium. Astronium, war das das, was am Kern zu finden ist? Mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher, Schredder, mittlere Ressourcenkanister, Kunststoff und Glas. Den mussten wir doch, mussten wir den nicht als Aufgabe immer noch bauen? Ne, warte, Aufgaben waren jetzt da vorne. Da gucken wir doch noch mal rein, ne? Silber Terrarium. Drucke mit und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Ne, ich wollte das Terrarium jetzt haben. Das ist abgeschlossen. Gegenstand kriegen wir kleine Trompetenhupe und schematisch kleine Trompetenhupe. Okay, dann machen wir das mal gerade fertig. Und jetzt Rückholung befestige am kleinen Horn am fertigen Terrarium. Führe die richtige Emulsion für G. Silbers aus. Emote, richtigen Emotes für G-Silber aus. Benutze ein Terrarium, um G-Silber mitzunehmen. Okay, da habe ich keine Ahnung, was das jetzt soll. Die Hupe ist ja irgendwo gelandet, wahrscheinlich. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister vorschriftlich. Die Unterkunft, ja, genau. Dafür war ja auch dann unser Ressourcenkanister gebaut, unser Empacker. Aber das ist schon alles da drin, glaube ich, ne? Feldunterkunft und, ja, haben wir. Jetzt ist die Frage, wo ist das Horn gelandet? Da. Das muss da drauf. Okay. Und da muss ich irgendwas ausführen, aber ich habe keine Ahnung wie. Das Tierchen sieht ja süß aus. Irgendwelche Gesten muss ich jetzt ausführen. Aber ich habe gar keine Ahnung, was wie geht. Muss ich das näher stellen vielleicht? Das lässt sich nicht beeindrucken. Aber das ist das, ja. Wo ist das Rad? Auf V oder auf C? Nee, DC war Licht. Wo finde ich denn dieses Rad jetzt? Ah, auf da. Kompass? Nee. Nee. Das da, jetzt muss ich erstmal gucken. Im Motorrad öffnen ist mit G, okay. Und wie muss ich mit dem tanzen?
Zuwinken. Verwirrt. Ja. Nein. Tanz Hühnertanz. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war es nicht. Jetzt müssen wir nur gucken, der ist jetzt hier irgendwo gelandet. Okay. Geh. Ich weiß nicht, hat er mich nicht gesehen und deswegen geht's nicht? Keine Ahnung. Was möchte der denn? Zuwinken? Nee, da ist es nicht. Jetzt ist die Frage, was ich mache. Freudensprung? Schwierig. Also bei dem Tanz eben, da ist er ja weggelaufen, ne? Und ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. So, und jetzt geh und... Jetzt habe ich zugewunken, aber da passiert nichts. Ja. Wie kann ich rausfinden, was der möchte oder nicht möchte? Wie geht's weiter? Tanz unberührbar ist aber bestimmt nicht das Richtige, ne? Ja, habe ich tatsächlich keine Ahnung von, was der jetzt mit mir möchte. Freudensprung, Welle. Kriege ich das Ding näher? Muss ich das Ding näher kriegen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es geht. Der hat ein Herzchen da dran, was ja schon positiv ist, ne? Aber mehr geht hier nicht. Ich soll mit dem tanzen, stand da. Aber das funktioniert irgendwie gerade nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es uns das weiterbringt hier. Hühnertanz. Freudentanz. Ich krieg's nicht hin. Anfreunden. Aha. Ich hab's geschafft durch ein F drücken. Auch cool, oder? So, jetzt kann ich dieses erstmal weiter nach darstellen. Die Hupe, keine Ahnung, brauchen wir jetzt gerade nicht mehr wohl. Das Tierchen ist da jetzt drinne und ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Niedlich, aber. Obwohl ich das doof finde, dass das da drin ist. Die Hupe nehmen wir mal mit. Schmeißen die da hinten irgendwo mehr hin. Und das Teil stellen wir auch mal hier mehr hin. So, dann... nee, da nicht. Wir müssen jetzt in die Plattform gucken, ob das jetzt das alles war oder nicht. Naja, aber ich sehe schon, wir sind schon wieder mit der Zeit ziemlich fortgeschritten. Wir müssen jetzt mal gerade hier noch reingucken vielleicht. Verifizieren. GSWMX Xenobiblucke platzieren. Ah, das ist da hinten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns rum, dass wir das da, nee, da nicht, sondern da hinten reinkriegen. Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.